das kriege ich hin. Okay. Connor meint, Vic würde sich im Security Center verstecken. Ich muss rausfinden, was sie weiß, und dann treten. Die ihren dürren Hintern aus der Stadt! Das klingt aber seltsam. Please assist any person with an ability to difficulties to leave the building. Do not.
Scheiße! Okay, die Verwandlung hat sonst Tage gedauert. Was zur Hölle war das? Ziemlich übel. Hoffentlich ist es nicht weg. Ist gefährlich da draußen. Oh, oh. Was? Habt ihr sie alle erledigt? Bist du schon lange hier? Ist dir eine Reporterin namens Vic begegnet? Ja. Sie hat sich eine Weile in diesem Raum versteckt und ein paar Sachen hier gelassen. Hier, sie selbst. Und danke nochmal, Kumpel. Ich hatte hier alles im Griff, bis jemand die Vordertür offen gelassen hat. Komm einfach vorbei, wenn du was brauchst. Was an der Wand ist Vics Handschrift. Hier muss es sein. Süß. Zu komplizierte Kamera. Vordereingang. Da schau her. Zu weit weg. Mist, sie ist seit Wochen nicht hier gewesen. Das ist Militärtechnik. Damit hat Vic wohl ihre Berichte hochgeladen. Also, der Ausbruch begann am Mall-Eingang. Und Connor sagte, dieser private Wachdienst bewachte den Eingang. Ich schaue es mir mal selbst an. Reden hören. Wenn du zum Vordereingang willst, dann nimm besser das Parkhaus in Richtung Medieval Town. Alle anderen Wege hat das Militär dicht gemacht. Allerdings haben sich die Idioten mit den Gasmasken in der Medieval Town verschanzt. Mach dich also auf einen Kampf gefasst. Vorräte sind wichtig. Ah, okay. Da draußen muss man vorbereitet sein.
klar. Kein Problem. Ich helfe gern. Nie ohne Vorräte losgehen. Du brauchst Vorräte, mein Freund. Lass dich nicht fressen. Da draußen braucht man vor allem Waffen. Füll deine Vorräte auf. Du brauchst Vorräte, mein Freund. Ob's Angebote gibt? Hey, pass auf dich auf. Das sieht nicht so gut aus. Es lebe das Mittelmaß.
zu sein. Arsch abgebissen, wenn ich zu lange hier bleibe. Mist! Das habe ich wohl gesehen. Sie hat denen so eine Art Berichte hochgeladen. Ich habe den ersten gefunden. Ich spiele ihn dir vor. Okay, Vic Chu, Tag 1. Willamette ist verloren. Ausgewachsener Ausbruch. Die Horde ist überall. Tausende, vielleicht Zehntausende Tote. Diese paramilitärischen Arschlöcher sind nur ein Teil des Puzzles. Die Regierung steckt dahinter. Und wenn ich das beweise, wenn ich die Strippenzieher entlarve... Also, vielleicht kann ich selbst einen tollen Hecht wie Frank West davon überzeugen, dass Journalismus mehr ist als schnelle Kohle. Der ist einen Monat alt. Scheiße, die ist mir weit voraus. Ich versuche, was welche zu machen. Such du in der Zeit nach diesen Terminals. Tag out. Ja. Yeah.
Wunderbar. Danke, mein Freund. Wenn du mich brauchst, sag Bescheid. Ich bin runtergeschubst.